Guten Tag, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen bei der neuen Mitte. Die Drohung einer weiteren False Flag-Attacke treibt mich erneut vor die Kamera. Die erste hatten wir jetzt vor einigen Stunden gemeldet. Das war der Fall der Vergiftung des russischen Doppelagenten Skripal in der britischen Stadt Salisbury. Eindeutig eine False Flag-Attacke mit dem Ziel, die russisch-westlichen Beziehungen zu untergraben und weitere Begründungen zur Aufrüstung gegen Russland und für weitere Kriegshetze und Kriegstreiberei zu finden. Aber jetzt wird es ungleich ernster und deshalb dieser Appell. Es ist dem russischen Generalstab nahegebracht worden, dass die US-Truppen in Atanf im Südwesten Syriens dabei sind, syrische Milizen zu trainieren und auszurüsten mit Giftgaswaffen, um eine False-Flag-Operation mit Giftgas durchzuziehen. Und wir erinnern uns sehr unangenehm an die ausführlichen, wiederholten Warnungen des französischen Präsidenten, der britischen Regierung, dass im Fall eines Giftgasangriffs der Assad-Seite das NATO-Bündnis einschreiten könnte, auf jeden Fall aber Frankreich und Großbritannien loslegen würden, militärisch. Die Russen haben ja bekanntlich 4 Batterien des weltweit überlegenen Luftabwehrsystems S-400 in Syrien stationiert. 2 bei der russischen Marinebasis Tartus und 2 bei der russischen Luftwaffenbasis Chmeimim. Jetzt haben die Russen tatsächlich erstmals ganz klar gesagt, sollten die USA angreifen, insbesondere natürlich Damaskus mit der Luftwaffe. Und dazu haben die USA bereits mehrere Kriegsschiffe, Cruise Missile Fahrzeuge stationiert. Dann würde Russland zurückschlagen. Es ist also ganz eindeutig, dass wir knapp vor einem Krieg zwischen Russland und USA im Nahen Osten stehen. Dass der dann auf Europa übergreifen muss, ist keine Frage. Und deshalb ist es so gefährlich, wenn die Menschen nicht wissen, erstens, was ist überhaupt ein Angriff unter falscher Flagge? Dass jemand so tut, als habe eine bestimmte Macht hier einen Angriff gestartet, obwohl die das gar nicht war, um dann einen Vorwand zu haben, um diese Macht anzugreifen, das ist ein Angriff unter falscher Flagge. Und es kann so sein, das ist auch interessant hier zu sehen, dass der ja schlampig geplante und schlampig durchgeführte Angriff auf den russischen Doppelagenten in Salisbury überhaupt nur ein Test war, inwiefern die dumm gehaltenen, desinformierten NATO-Bevölkerungen tatsächlich hinters Licht zu führen sind. Und obwohl tatsächlich in den letzten Stunden, ich kann das an meiner Facebook-Seite ablesen, die Kräfte wachsen, die einsehen, was das für ein Riesenbetrug war, Salisbury, und dass der auch nicht besser wird, wenn 4 wichtige NATO-Regierungen, die 4 wichtigsten, nämlich USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, sich dahinter stellen, interessanterweise ist von den Kleinen gar nicht die Rede, wenn wir das sehen, dass das einfach so locker passiert, ohne dass sich hier viel Widerstand regt, dann fühlen natürlich die verbrecherischen NATO-Kräfte sich durchaus ermutigt, das nächste Ding zu starten. Und lassen Sie es uns gesagt sein. Diesmal wird es nicht so lange dauern wie beim Zweiten Weltkrieg. Wir wissen, da war der Crash 29 und 32 und dann gab es 39 den Weg in den Zweiten Weltkrieg. Es wird nicht mehr 10 oder 7 Jahre dauern, sondern nach dem Crash kommt ganz schnell der Weltkrieg, weil die Menschen sofort sehr unzufrieden sein werden. Die Unzufriedenheit brodelt schon unter der Decke gegen das Banksterunwesen, das uns regiert. Das sind die Tatsachen. Und deswegen wird propagandistisch jetzt alles da reingelegt, dass die westliche Seite hier in ihrer miesen kriegstreiberischen Propaganda gegen Russland die Oberhand behält.
und dass tatsächlich möglicherweise am Boden die Fakten geschaffen werden. Vielleicht wird auch der Sügen-Angriff nicht unbedingt verquickt mit einem vorherigen Crash. Vielleicht geht das Ganze viel schneller. Vielleicht startet man einfach schon mal den Angriff aus Syrien und lässt die Sache sich allmählich hochschaukeln, eskalieren. Niemand weiß das genau, aber eines ist klar. Sollten die USA losschlagen, wird Russland zurückschlagen. Dass sie bisher ihre S-400-Systeme nicht gegen die angreifenden israelischen Bomber oder auch gegen US-Flugzeuge eingesetzt haben, das ist eindeutig der Großzügigkeit der russischen Führung zu verdanken, die ja immer wieder von uns beschuldigt wird, den Krieg anzuheizen und die Lage zu verschlechtern. Nein, es ist leider Gottes wie immer. Wenn Washington irgendwas international behauptet, kann man davon fast ausgehen, dass das Gegenteil korrekt ist. Das sind die Dinge. Und es kommt entscheidend, meine Damen und Herren, auf Sie an. Wenn Sie sich nicht wehren, wenn Sie sich nicht äußern, dann fühlen sich die kriegstreiberischen Kräfte ermutigt, hier weiterzumachen. Und natürlich ist es ein Jammer, dass wir solche Appelle nicht aus dem Parlament bekommen, nicht einmal von den Linken. Und lassen Sie mich noch zum Schluss auf ein anderes Thema kommen, das auch interessant ist. Die USA bedrohen jedes Land, das nennenswerte Rüstungsgeschäfte mit Russland abschließt, mit Sanktionen. Die Türkei wird gewaltig bedroht, aber der russische Außenminister Lavrov hat in den letzten 3 Tagen erneut bestätigt, dass die S-400 Luftabwehrsystemlieferung an die Türkei beschleunigt durchgeführt werden wird. Es ist interessant zu sehen, welche anderen Länder sich in der Region dafür interessieren. Ich sage Katar und Saudi-Arabien. Dieses S-400-System ist westlichen Systemen überlegen. Deswegen wollen die Länder es haben. Die Türkei braucht es, um seine Souveränität insbesondere gegenüber Washington zu behaupten. Und natürlich soll es das haben. Und wenn ein Rüstungswettbewerber am Weltmarkt es nötig hat, mit der Staatsmacht Sanktionen gegen andere Konkurrenten zu verhängen, wie zum Beispiel Produzenten aus Russland, ist das natürlich ein peinlicher Akt, der nebenbei gesagt die UN-Charta verletzt. Man darf in die souveränen Entscheidungen anderer Staaten in dieser Weise nicht eingreifen. Aber wir wissen ja, es herrscht Unrecht in der Welt, immer zugunsten der einzig verbliebenen Hypermacht, solange diese Überlegenheit dauert. Lassen wir uns also gewappnet sein auf einen Giftgasangriff, der Assad in die Schuhe geschoben wird, in Wahrheit aber erneut unter amerikanischer Drahtzieherei in Syrien gegen die Menschen gestartet wurde. Aufpassen, sich wehren. Danke. Alles Gute, wo immer Sie sind.